Hey, 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 willkommen zurück zu Neverions Let's Play. Letztes Mal haben wir uns ja Ja. Richtung Ausgang geschlagen und Jairas toten Ehemann entdeckt. Ich hoffe, das bringt was. Der kann es leider nicht weiterhelfen. Und wir haben diese Kammer hier entdeckt mit diesen Fallen, die wir entschärft haben. Und diese komische Statue hier, die einen magischen Gegenstand für uns bereitgehalten hat. Und es gibt hier noch ein paar Seitengänge, die wir vorher noch erkunden sollten. Einfach weil da sich ja was Wichtiges verbergen könnte, was wir Ja. noch brauchen bei unseren späteren Abenteuern. Verstanden. Sagt mir, ich kümmere Deswegen mich. lasst die Quests Okay. aus. Schön. Irgendwann findet ihr einen Gegenstand, den ihr ganz dringend braucht, irgendwann später. Und da sind auch erstmal nur Gegner. Die schießen Ich auf warte. uns. Machen wir es Angriff. kurz und schmerzhaft. Das sollte nicht sein. Winsele. Winsele und Sieht aus wie nächstes Mal. eine Schmiede hier wieder, also eine weitere Anlage, um Rüstung oder so, oder Folterinstrumente herzustellen. Aber für uns in dem Fall Furcht ist etwas für Leute ohne Selbstvertrauen. der So Vorteil, dass wir geschehen. wieder ein paar Sachen absahnen können von diesen Goblins. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Seid Also es ist doppelt eine Schmiede. vorsichtig. Ich bin mir sicher, dass alle erdenklichen Arten von Mausefallen dort im Dunkeln nur auf unsere hineintappenden Zehen warten. Ja, wir sollten der Shimus Bin Rate dabei. folgen, immer schön aufpassen und vorhin treten. Aber ich glaube, hier dürfte keine Falle mehr sein. Meine Laune ist schon Oh. fest genug, auch ohne euch. Da hat jemand unsere Flucht bemerkt. Und diese Grauzwerge, also ich hätte es glaube ich Dunkelzwerge genannt, fällt mir gerade ein, es sind Grauzwerge, Dügar, wollen sie sich jetzt Ihr aufhalten. werdet mich nicht hier festhalten. Aber das sollte ich erstmal versuchen. Ich baller da mal Los, jetzt mal probiert einen es aus. Zauber rein. Achso, das sollte ich Geht lieber nicht klar. machen. Ich muss mich ein bisschen umgewöhnen, weil ich auch schon Neverwinter Nights gespielt Oh, habe. Und wenn man hier einen Zauber reinballert, dann trifft man seine eigenen Leute auch noch. Das ist nicht so gut. Dann lieber ein bisschen WD-Fee. Kriegen wir jetzt mal hier die magischen Schüsse und er ist schon tot. Na klar. ja. Verschossen. Auf Los, geht's. Feuer. Das sollte nicht sein. Jawohl, auch besiegt. Sagt mir, was zu tun ist. Natürlich Wenn stimmt es denn irgendwas sein dabei, muss. was wir Was gebrauchen braucht können. ihr? Leichtfüßig und so. Ja, Gold und ein Trank. Der Heiltrank ist eigentlich für Immon am besten. Also, Gepäck ist voll. Müsste ich erstmal ein paar Sachen verteilen. Wie Zauberstäbe oder so. Müsste die nicht, weil sie können momentan eh nicht groß was anfangen damit. So. Heiltrank. Und was haben wir hier noch? Noch mehr Gold. So. Also ganz anständige Die schon Ausbeute. erledigt. Irgendwelche Kisten, jawohl. Ist was Könnte da los? Okay. wieder eine Falle dran sein. Aber sieht nicht so aus. Also hätte ich jetzt schon einen finden müssen. Und hier mal noch mehr Heiltränke und ein Gürtel. Und noch eine Rüstung. Die bringt noch ein bisschen was an Geld. Ja. Mit dem Gürtel könnte man mal identifizieren. Identifizieren, schweres Wort. Schriftroll haben wir ja da. Und der gibt uns minus 4 auf die Rüstungsklasse gegen Wuchtwaffen. Das könnte man hier vielleicht an Nefrion weitergeben. Der hat ja von sich aus nur schwer Möglichkeiten, seine Rüstungsklasse zu senken. Das ist schon ein bisschen herausfordernder Schwierigkeitsgrad. Und noch mehr Heiltränke und noch ein Zauber. Heiltränke, ich gebe ja mal ein paar weiter. Und der Zauber ist Person bezaubern. Damit könnte ich praktisch Gegner, Ich ja, warte. paralysieren. In einfachen Worten Zeit gesagt. aufzubrechen. Das ist noch eine Gute Kiste. Idee, das mir zu übertragen. Aber nichts Besonderes drin. Also die Armbrust sparen wir uns mal. Ja. Die feinen Bogen sind momentan eh besser dran. So, und die Heiltränke gebe ich mal noch an Shahira weiter. Ah, Gepäck ist voll.
Wird Zeit, dass ich hier rauskomme und ein paar Sachen verkaufen kann. So. Kein Problem. Nein. Okay. Ja. Dann ist die Ecke auch geklärt und wir haben wieder ein paar tolle Gegenstände gefunden. Und wir sehen uns weiter oben. Gibt hier nur noch drei Wege. Hier ist ein Raum, da ist ein Gang und da ist auch noch ein Gang. Mal gucken, was hier ist. Ein Raum. Holt mich aus diesem Höllenloch raus. Da ist irgend so ein dicker Typ in einer Glasscheibe. Wer ist das? Fremdern. Ja, gut. Sieht nicht gerade gefährlich aus, aber ich befreie doch nicht jeden Typen, der hier rumläuft. Ich habe schon genug Klone gesehen. Ja, genau. Ist vielleicht mit gutem Grund angesperrt worden. Nein, ich will dir nicht helfen, egal wie alt und schwach du bist. Rettet mich, edler Herr. Jetzt hat er sich bitte in ein Kind verwandelt. Also, das gibt's mich ja nicht. Naja, das ist ja ein Witz. Erst ein Kind, erst ein alter Mann, dann ein Kind. Und den soll ich vertrauen. Das ist einer von diesen Doppelgängern, die man im ersten Teil trifft. Wäre schon blöd, wenn ich den freilassen würde. Der bleibt da, wo ist. Okay, okay. Und, oh, vielleicht lasse ich ihn doch frei. Da sind einige Teile, also Schränke und so weiter. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Da könnte noch was für mich drin sein. Ein Schlüssel. Zauber und ein Trank des Feuerodems. Stattet die Kehle des Anwenders mit magischer Fähigkeit aus, enorme Feuerkegel auszuspeien. Ja gut, das ist nicht schlecht. Das ist ein Schutz gegen Elektrizität. Kann ich Shahira geben. Als Druide kann sie das zaubern. Und das war ein Magier-Klopfenzauber. Damit kann ich Geheimtüren finden und dergleichen. Wobei, mit Yoshimo und Emoten kann ich das auch so. Diebe können das von Natur aus ganz gut. Und Minz kann meinetwegen noch ein paar Heiltränke haben. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Los, spuck es aus. Also hier lang? Es ist da. Noch eine Falle. Und noch mehr Tränke und Zauber. Und der Trank Heilungselixier. Genau, und wichtig, wenn man irgendwo vergiftet ist oder so, könnte man eigentlich auch Shahira geben. Der reinigt vor eventuellen Vergiftungen oder Nachwirkungen. Und, ne, Moment, der war das? Unsichtbarkeit. Na gut, Unsichtbarkeit, ja. Kann man jetzt noch nicht gebrauchen. Vielleicht später, wenn man irgendwo einen Gegner hat, an dem man vorbeikommen muss. Und der Typ, den mache ich jetzt kalt, weil da hinten will ich ran. Ich hoffe, das bringt was. Rettet mich, edler Herr. Bitte, rettet mich. Das ist nervt. Stirb. Greift ihn selbst an. Gut. Es ist sinnlos, sich zu wehren. Oh, wie peinlich. Trefft ihn doch mal. Gibt's doch nicht. Oh, bleib doch mal stehen. Treffen den nicht. Auf geht's. Doch jetzt. Verstanden. So. Aber keine Fallen. Schon mal gut. Doch. Ich warte. Ist was los? Muss man höllisch aufpassen. Noch mehr Tränk und Zauber. Und das war Verschwimmen. Damit wird man schwerer getroffen. Und das ist irgendeine Schutzformel. Die kann ich nicht identifizieren. Das ist Drangschnelligkeit. Haben wir schon ein paar gehabt. Ah, Heiltränke. Was haben wir noch? Magische Pfeile, warum nicht? Noch ein Zauber. Noch ein Zauber und Gold.
Und noch mehr heile Tränke. Aber jetzt bin ich erstmal überladen. Sprühende Farben. Ja, den kannst du ruhig mal lernen. Damit wird praktisch ein willkürlicher Effekt ausgelöst, wenn man von diesen Farben getroffen wird. Blindheit. Ja, warum nicht? Ich lerne den auch mal. Dann kann man praktisch seinen Gegner die Sicht nehmen, wenn man gerade auf Distanz kämpft, vom Vorteil. Ja, Shahira ist wieder überladen. Den Stab braucht man nicht mehr, da ist eh nichts wert. Kann sie gerade mal die Heiltränke nehmen. Ich warte auf euren Befehl. So, jetzt sind wir einigermaßen fit. Haben alles geplündert und gehen zum nächsten Raum weiter. Ich kümmere mich drum. Naja, gut, mal sehen, was da drin ist. Sieht verdächtig aus. Kommt, lasst mich einmal probieren. Oh nein, ein Vampir. Ganz offensichtlich ist der Vampir gerade mit zwei Meuchelmördern beschäftigt. Und der Vampir scheint zu Renekos zu gehören. Und die Meuchelmörder weiß man hier noch nicht. Und offensichtlich gehen die sich gleich an den Kragen. Jawohl. Oh nein. Die soll sich lieber selbst bekämpfen. Ich schaue erstmal nur zu, weil der Vampir ist schon ein mächtiger Gegner. Ich kann höchstens mal... Zeit aufzubrechen. Einverstanden. Mit... Moment... Genau, mit einem magischen Pfeil vielleicht draufhalten. Ihr braucht meinen Rat nicht. Yoshimo ist bereit. Also solche Gegner sind schon etwas kritisch, weil die einen Lebensenergie abziehen können und damit auch Stufen abziehen können. Der ist ziemlich gut. Jetzt muss man langsam was einfallen lassen. Ja. Der kriegt dann Feuer ab. Oh, er ist weg. Wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Lassen uns aber drei Kadaver zurück zum Plündern. Aber ist nichts dabei, was wir gebrauchen können. Und hier ist überhaupt nichts, nur eine Kammer. Na gut. Ja, ich bin bereit. Sagt mir, was zu tun ist. Was soll ich tun? Dann ist hier offensichtlich nichts weiter. Und dann gehen wir mal hier lang. Wir hatten im letzten Teil schon gemerkt, ein Dieb, ein weiterer Merchant-Mörder. Und offensichtlich will er Renekos töten. Aber was für ein Gildenkrieg, ich weiß von nix. Aber er glaubt ihn scheinbar nicht. Ich will ja nur raus. Also entweder er haut ab oder er stirbt. Okay, er will lieber sterben. Dann greift man doch gerade mal an. Ah, scheiße. Hat Verstärkung mitgebracht. Jetzt will ich hier... Jetzt kriegt er noch ein Biest beschworen. Da soll er sich dran. Sterbt, ihr Quiekende. Veräpple mich nicht. Veräpple oder ich mach dich zu Moos. Jo, jetzt ist er dran. Kratz ihnen die Augen aus! Ja, aber gerne. War kein Gegner. Hab ich überschätzt, aber egal. Wieder ein paar Goldmünzen. Spuk ist verstanden. Na, so. Auf geht's. Schön. Und wir haben einen Stufenausstieg erreicht. Ja. Stufenanstieg erreicht. Für meinen Charakter. Das machen wir grad. 11 Trefferpunkte, Sagenkunde erhöht und das war's dann schon. Klar, ist ja nur ein Kämpfer. Hoffe, das bringt was. Gut, was uns dann hier in diesen Kanälen erwartet, ob uns jetzt der Duft der Freiheit hier entgegnet oder der Duft der Kloake, sehen wir dann im nächsten Teil. Also bis dann, euer Nef Ryan.